Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nicole und ich möchte mit dir heute über den Ayurveda-Typ Vata sprechen und wie er psychisch im Moment mit dieser großen Umbruchszeit umgeht. Zuerst möchte ich dir ganz kurz nochmal den Vata-Typ kleinen Facetten beschreiben. Also der Vata-Typ, das sind so ganz zierliche kleine Personen, können zwar auch groß sein, aber sie sind recht schlank. Sie haben meistens ein bisschen dünnere Haare, große Augen und das sind so die Menschen, die möchte man einfach so ein bisschen in den Arm nehmen und möchte sie so ein bisschen beschützen. Der Vata-Typ an sich ist gesellig und er mag ganz viele Menschen und am liebsten mag er die Menschen total durcheinander und da mal eine Freundin und da mal ein Freund und er liebt ganz viel Kulturelles, Interkulturelles, je mehr, desto besser. Er redet gern, er ist kommunikativ, er reist gern, also alles was außen ist. Das Vata-Element ist prinzipiell in allen Menschen vorhanden, genauso wie Pitta, Feuer und Kapha, so das Erdelement. Das Vata-Element an sich finden wir in den Nerven und Vata setzt sich aus den Elementen Luft und Äther, also was ganz Feinstoffliches, zusammen. Das heißt, diese Menschen sind auch sehr fein in ihren Sinnen. Das ist jetzt in dieser großen Umbruchszeit sehr gut, weil sie nehmen viel, viel mehr wahr als andere. Das Negative ist jedoch, da sie so nach außen und nach Kommunikation lechzen, ja, hören sie permanent Nachrichten, schauen gerne Internet an. Sie saugen sozusagen förmlich alles an Kommunikation auf, was geht. Wie ein Schwamm. An sich ist der Vata-Typ eher vom Typ her trocken, aber alles, was er so an Nachrichten und Informationen kriegt, saugt er auf. Auf der einen Seite die konventionellen Nachrichten und auf der anderen Seite, je nachdem, wo er sich gerne hinrichtet, aber auch die alternativen Nachrichten. Und es zieht ihn immer hin und her oder es zieht ihn irgendwo ganz hinein. Und dadurch verliert er seine Feinfühligkeit, also sozusagen das, was ihn ausmacht in der jetzigen Zeit. So als Typ ist der Vata lieber gerne immer in der Zukunft. Und Vata-Typen, die haben ja so eine Wahnsinnsfantasie, dass sie sich die Zukunft je nach Typ entweder hell oder dunkel ausmalen können. Je nach Nachrichtenschwelle wird die Zukunft eventuell sehr viel Angst machen und seine Fantasie schmückt es noch mehr aus. Und dadurch verliert der sowieso schon hippliche Vata-Typ komplett die Balance und verliert sich in der Zukunft Angst. Angst ist sein Thema in dieser Umbruchszeit. Angst vor dem, was kommt, Angst vor dem Verlust. Überall, wenn er nicht in seiner Mitte ist, ist er mit Angst behaftet. Auf körperlicher Ebene werden die Nerven durchdrehen. Ja, also er wird wahrscheinlich körperliche Schmerzen haben. Er wird mit der Verdauung Probleme kriegen, gerade so mit dem Loslassen, weil das ist so sein Ding, ne? Wenn man so total hochgedreht ist und dann vielleicht noch in der Angst ist, wird er auf Körperebene nicht mehr ausscheiden. Also er will nicht mehr loslassen. Bei aller Angst ist aber auch gesagt, dass er ja gesellig ist. Und wenn er lernt, ich sag euch auch gleich, was ihr machen könnt, wenn ihr so in dieser Problematik vielleicht euch wiederfindet. Übrigens kann auch jeder andere Typ in die Vata-Problematik hineinrutschen. Ja, weil wir ja alle diese Anteile in uns haben. Und gerade das Vata-Element wird gerade sehr von außen geschürt. Der gesellige Vata-Typ, wenn er so ein bisschen wieder in die Erdung kommt, kann sich umschauen, weil er hat in seinem Freundeskreis sicherlich den Strukturtyp Pitta
und den Erdungstyp Kapha. Und wenn sich der Vata-Typ mit diesem ganz bewusst verbindet, zusammensetzt und ihre Energien sozusagen nutzt, um wieder in die Erdung und wieder in die Struktur zu kommen, dann wird er zu Höchstform auflaufen. Denn es sind jetzt wirklich diese feinfühligen Sinne gefragt vom Vata. Der nimmt viel mehr wahr als die anderen Doshas über die Wahrnehmung, über die Gefühle. Der schwingt ja viel höher. Das Ätherelement, ja, das hilft ihm wirklich, mit anderen anders auch in Kontakt zu treten. Es wird ja gerade ein großer Energiewandel stattfinden und dass der Vata natürlich mit an vorderster Front. Und das alles kann er den anderen Doshas sozusagen mitteilen, weil sie ihn in die Erdung tragen. Wenn du übrigens mehr über den Vata-Typ an sich und über die Ernährung, wie er sich über die Ernährung erden kann, erfahren möchtest, dann würde ich dir gerne dieses Video empfehlen. Da spreche ich viel mehr noch so über Nahrung und auch Eigenschaften. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ach, Ernährung ist jetzt nicht so mein Ding, was kann ich generell so in meinen Alltag einbauen, damit ich in kürzester Zeit Erdung kriege? Also in dieser Zeit, wo alles so auseinanderzubrechen scheint und alles so ein bisschen durcheinander ist, ne, ist es für dich ganz wichtig, dich immer mal wieder zurückzuziehen und dir vielleicht auch ein oder sogar zwei Tage, wenn es für dich möglich ist, absolute Beschallungsauszeit gönnen. Also weder Nachrichten noch Zeitschriften noch Internet. Egal, in welcher Sache du unterwegs bist, alternative Nachrichten, aktuelle, normale Nachrichten, aus. Dein Nervensystem braucht Ruhe. Atemübungen täglich am besten und wenn es nur eine Minute oder zwei sind, alles was mit Ausatmen zu tun hat, vielleicht durch den Mund, da kannst du mehr ausatmen. Oder du ziehst dir mal deine Socken aus und stellst dich auf den Boden und nimmst nur die Füße wahr. Das hilft dir auch schon an Erdung. Du bist sehr feinfühlig und dir hilft auch wirklich Geborgenheit über Kuscheln. Sei es in eine warme Decke einzukuscheln mit einer Wärmflasche oder kuscheln mit dem Partner oder kuscheln mit dem Kind. Kuscheln, einkuscheln und dieses Kuscheln auch wahrnehmen, diese Wärme spüren und diese Geborgenheit spüren. Du brauchst sozusagen dein Nest und du baust dir auch gerne dein Nest. Gerne natürlich in die Natur gehen. Bei dir ist es immer gut, wenn du Erde riechen kannst. Also gerade zur Herbstzeit, wenn viel der Boden zu riechen ist, wo die Pilze dann auch raussprießen. Das ist so der Geruch, der dich erdet. Ja, alles, was dich verbindet mit dem Element Erde und Wasser, weil das hast du ganz wenig. Und natürlich Wärme, das ist das Element Feuer, was dir auch fehlt. Das erzeugst du vielleicht wirklich über einen Kamin, wenn du sowas gerne magst und reinschaust. Oder was du auch liebst, ist Musik. Ja, du bist so hellhörig, Musik in ganz ruhigen, entspannten Tönen. Nicht Metal-Musik würde ich dir abraten, nee, sondern wirklich alles, was dich ein bisschen beruhigt. Vielleicht bist du auch ein Klassik-Fan. Alles, was schön geistig ist. Schöne Bilder, schöne Farben. Alles das ist das, was dich wieder in deine Mitte und in die Zentrierung bringt. Und die höchste Form, die dich natürlich in dieser Zeit voranbringt, ist die Meditation. Also wenn du da schon zu Hause bist, geh mal über alle deine Energiezentren, öffne das Kronenchakra und empfange, was da zu empfangen ist. Immer mit einer guten Erdung. Wenn du vielleicht mal noch nach einer Meditation suchst, dann kann ich dir gerne diese Meditation empfehlen. Die wird dich mit deinen Fähigkeiten verbinden. Jetzt habe ich viel geredet, ich fasse es jetzt einfach noch mal kurz zusammen. Für dich ist Erdung wichtig, entweder über die Natur, über Klänge und natürlich Kuscheln ist wichtig. Und wo du natürlich das größte Potenzial entfalten kannst, ist, wenn du mit erdenden Personen, also Kapha, so ein bisschen die kräftigeren, oder Pitta, die Strukturperson, zusammenarbeitest. Das wird eine Allianz sein, wo ihr euch gegenseitig befruchtet.
In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfahrung mit deiner Feinfühligkeit. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.